Hallo und willkommen zusammen bei The Long Dark. Wir stehen hier bei Pater Thomas und sind gerade wiedergekommen mit der Gwen. Wir haben eine neue Aufgabe, die heißt jetzt Nahender Sturm. Hupsa. So, bedeutet, wir gucken mal schnell in die Karte rein. Jawohl, hier sind wir gerade. Das ist unsere Aufgabe. Und da sollen wir vermisste Personen oder Überlebende entsprechend einsammeln. Und das sind insgesamt drei. Das ist immer die gelben Markierungen, ist unsere aktuelle Aufgabe. Ja, das heißt, wir haben einen relativ langen Weg und wir haben zurzeit, Moment, ja, wir haben Tagesanbruch. Das heißt, wir sollten das auch relativ gut finden. Dann mache ich mich mal fix auf den Weg hier. Und, Moment, da lang. Ja, nicht auf die Leute treten. Was? Hello? Me again. What? How did you know I was here? Party line's a funny thing. All the calls go to every phone in the area. All I have to do is wait for you to pick up. What do you want, Molly? I'm kind of busy. Yeah, I saw you found a survivor at the crash site. You spying on me? Just watching. Curious. Hey, that's kind of creepy. You want to tell me what happened to your man? I don't really have time for this right now, Molly. I'll go first. You asked about my husband when we were in the house. Not much to tell, really. He's dead. I'm alive. Sorry if this sounds harsh, but you don't seem too broken up about it. I'm not. I assume he's the one in the basement. Did you kill him? Tell me, is failing to help someone the same as killing them? I guess that depends on the circumstances and the intent. Now you sound like a lawyer. Did you kill him? The wolves killed him. But my intent was for him to die. Okay, es kam A unerwartet und B. Dann ist das jetzt auch geklärt. Molly ist also keine Mörderin. Wie noch am Anfang die Vermutung gewesen ist, dass sie ihren Mann umgebracht hätte. Sie hatte immer eine Leiche im Keller gehabt. Und momentan ist es noch nicht hell. Aber, oh, das wird bestimmt gleich. Gut, dann, nee, nicht auf der Karte gucken. Wir schauen mal. Also doch auf der Karte gucken schon. Wir wollen ja richtig laufen. Denn genau. Wir laufen also auf dem Weg zu. Das ist gut. Aber ich sehe nichts. Nicht sehen ist auch gar nicht gut. Moment, haben wir denn irgendwas mit? Nee. Na, nur die Streichhölzer. Immerhin. Jo, besser als nichts. Aber das hilft uns hier nicht wirklich weiter. Da ist der Weg. Könnt mir vorstellen, ihr seht noch weniger. Dann machen wir es anders. Ein kleines Feuerchen. Dann habe ich wenigstens eine Fackel. Denn mit den Streichhölzern kommen wir nicht weit. Ihr habt es ja gerade selber gesehen. Es geht, aber eher so für kleine Räume gedacht. Na los, Astrid, komm, da schaffst du. Perfekt. Na, super. Wollen wir nochmal die Streichhölzer weglegen. Ah, halt hier, schnell. Ah, was einlegen. Gut. Nehmen wir uns die Fackel. Und sind dann eigentlich schon auf dem Weg. Ja. Sehr schön. Auf, Astrid, lauf. So. Aber wie wir sehen, es wird langsam hell. Das ist gut. Denn ich kann mir nicht vorstellen, Personen im Dunkeln zu finden mit einer Fackel. So. Ja, ich glaube, ich sollte echt mal meinen Rucksack leer machen und nur noch das Allerwichtigste mitnehmen. Mal ein bisschen Holz für zum Beispiel sowas wie eben gerade. Ein paar Medikamente. Und ein bisschen was zu essen und trinken. Essen und Trinken sieht momentan ja noch gut aus. Sehen wir ja unten links. Gesundheit ist auch alles schick. Ja.
Ja, die Episode 3, wo wir jetzt gerade sind, spielen wir ja mit Astrid. Wir hatten die Episode 1 und 2 mit dem Will gespielt. Der Will hat ja die Astrid gesucht und die Astrid irgendwie sucht die gar nicht wirklich den Will, aber eigentlich auch schon. Aber naja, egal. So, dann ich schaue mal auf der Karte, wo wir gerade sind. Ja, dann lassen wir, ich würde sagen, da biegen wir doch hier links ab. Den kürzesten Weg. Auf, auf. Lauf, lauf, lauf. So, nee, also wir haben jetzt hier jede Menge andere Aufgaben, hatte der Will auch gehabt. Also nicht so das Dramatische, wir suchen ja nicht in eins durch. Und. Aha. Eine Leuchtpistole soll ich anmachen? Also einen Schuss. Mit der Fackel. Habe ich die denn überhaupt geladen? Na. Nö, die ist nicht geladen. So, dann ab dafür. Ja, machen wir so. Wieso kann ich nicht schießen? Wieso kann ich nicht schießen? Sonst geht das doch auch. Ist sie kaputt? Nö. Okay, dann machen wir mal entladen. Ich hoffe, jetzt habe ich die Munition noch. Ah ja, doch. Aber der eine Schuss ist weg. Liegt der hier rum? Hey. Ah ne, jetzt habe ich wieder vier. Unten rechts sieht man das. Dann laden wir das Ganze wieder. War da ein kaputter Schuss dabei? Geht nicht. Nein, da wollte ich doch gar nicht hin. So. Noch einmal nachschauen. Signalpatrone. Ja, dann hier entladen. Was ist mit der jetzt los? Das gibt's doch gar nicht. Das muss gehen. Ach, das geht denn nur, wenn wir zielen. Ah. Irgendwas höre ich doch hier. Guck mal an. Uah. Uah. Uff. Gut. Lauf. Lauf, lauf, lauf. Na, bevor wir da hinten nicht hochkommen, gehe ich lieber hier hoch. Okay. Kommt die Person da jetzt hin? Also sie konnte reagieren und hat selber ein Leuchtsignal abgegeben. Das ist ja schon mal sehr schön. Das ist doch. Das ist doch sehr schön hier. Okay, das Leuchtsignal haben wir hier. Da unten, das sieht aus wie ein Feuer. Ja. Da haben wir es. Logan. Okay. Wir haben gerade kein Wasser dabei. Das können wir ja fix machen. Wir müssen einen Topf dabei haben. Da haben wir schnell 2 Liter gemacht. Nein, halt zurück. Wasser wollen wir. Garen. Dann altbekannt. Wir nehmen es auf, dann sehen wir Space. Legen es wieder weg. Und noch einmal abstellen. Wir hatten es ja jetzt nur aufgetaut. Und jetzt haben wir Trinkwasser.
eingesteckt. Den Topf nehmen wir auch mit. Gut, dann können wir jetzt dem guten Wasser geben. Wenn wir schon dabei sind, trinken wir vielleicht auch noch was, oder? Ja, wir trinken auch noch. Ah, da ist noch Munition. Da liegt noch Munition rum. Was ist das da? Eine Mini-Hose? Okay, können wir eh nicht aufnehmen, also nicht so dramatisch. So. Super. Ja, dann nehmen wir den doch jetzt einfach mit. Oh Mann. Dass sie sich alle tragen lassen. Steht doch auf, Jungs. Bin ich richtig? Ja. Müsste richtig sein. Lieber nochmal schnell gucken. Jo, die Richtung stimmt. Jetzt sind wir leider nicht mehr so schnell. Das ist sehr ärgerlich. Und ich hoffe, wir kriegen jetzt hier nicht noch von den Wölfen Besuch. Aber zumindest bin ich guter Dinge, dass wir relativ schnell ankommen. Ja, ja. Alles klar. Hier noch schnell rüber. Wie vorhin schon gesagt, den kürzesten Weg. Idealerweise. Wieder die Gemeindehalle. Gemeindehalle? Ja. Mal gucken, was wir da mit ihm machen. Oder ob wir sofort weiterziehen können. Das wäre ideal. So. Kommt schon. Ein paar Meter noch. Da haben wir es. Gut. Genau rechtzeitig. Aha. Just in time. Okay. Da haben wir ein freies Bett. Gut. Was sollen wir jetzt so machen? So, ich würde sagen, den legen wir jetzt hier ab. Mit. Positionieren. Ups, ja. Na komm. All I wanted was to go home. Nö, das war doch eben schon. Das war doch eben schon grün. Kurzzeitig. Was ist denn los? Ja? Wie? Wieso? Hä? Lege dich quer ab, mir egal. Ah! Aha. Okay. Gut, ja, dann ziehen wir gleich mal wieder weiter hier. Auf geht's. Wir lassen uns nicht aufhalten. Wir ziehen weiter. So. Der geschickteste Weg. Mal gucken.
Oha. Ja, wir nehmen jetzt auf jeden Fall den längsten Weg. Das ist unsere zweite Person. Und wieder den Weg hier entlang. Das ist der Weg, ne? Ja. So. Können wir hier noch abkürzen? Hier, oder können wir auch sogar noch abkürzen? Wenn ich das richtig sehe. Ich hoffe, das funktioniert. So. Tageszeit ist sehr gut. Ja, ich bin guter Dinge, das schaffen wir heute. Ja, doch, 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 doch. Wir schaffen alle drei. Doch. Das wäre doch gelacht. Da lach ich ja dreimal. Ha, ha, ha. Ganze noch kürzer machen. Moment. Gut zu wissen, dass wir hier gut abkürzen können. So. Na, ein Stückchen noch. So, und dann nehmen wir jetzt die Leuchtpistole. Was? Ah, nachladen. Schon mal nachladen hier. Wollen wir doch mal schauen, wo wir jetzt hin müssen. Ah ja, da hinten sehe ich was. Und da haben wir doch gleich das Lagerfeuer noch viel besser. Juhu! Alles richtig gemacht. Ha. So. Das brauchen wir nicht. Haben wir hier auch Leuchtpatronen? Ja, drei Stück sogar. Signalpatronen, okay. Nein, ah, nein, wollte ich doch gar nicht. Hier noch irgendwas rum, brauchen wir irgendwas? Nö. Medikamente haben wir, glaube ich, genug. Erstmal helfen. Naja, ich werde dich genau untersuchen, ganz hervorragend. Und geben eigentlich nur Wasser. Na ja. Was machen wir jetzt mit der Wärme? Na, viel habe ich sowieso nicht. Dauer unendlich, ja gut. Oben links sieht man das. Aber nur 16 Grad. Kann ich mich damit aufwärmen? Kann ich überhaupt Feuer
Also Holz einlegen. Jo. Und die Temperatur steigt. Sehr gut. So. Mal einen kleinen Moment hier aufwärmen. Nein, das nehmen wir nicht mit. Und wie wir sehen, ist hier nichts weiter. So, wie heißt du eigentlich? Wade. Mhm. Also wait. Jo. Aha. Also dadurch, dass wir hier abkürzen konnten, ist das alles gar nicht so weit. Und überlege gerade, ob wir hier lang. Ja, doch. Die Überlegung war eben nicht hier lang, sondern über diese Brücke, beziehungsweise wir sind ja eigentlich eben an dieser Brücke vorbeigelaufen. Nein, das war die. Doch. Nein, die. Nein, wir nehmen den kürzesten Weg. Also so wie wir es eben gemacht haben, war perfekt. Und wie sieht es aus bei uns? Temperatur ist immer noch nicht schön. Dann gucken wir nochmal schnell ins Gepäck. Vielleicht können wir noch irgendwas Tolles machen. Wie zum Beispiel Klamotten reparieren. 52, 38%. Ja, den könnten wir ja mal reparieren. Sehr gut. Wie viel haben wir jetzt so? 100%. Super. Und noch irgendwas Wichtiges. 45 ist nicht viel. 53. Hm. Oh. Na, dann machen wir jetzt nichts. Da. Die Book sollten wir mal machen. Immerhin 25 Minuten. Die wir an Zeit herumkriegen. In der Zeit wird uns schick warm, wie ihr unten links seht. So, nochmal reparieren. Ne, 80% sollte reichen. War hier, da. Die reparieren wir natürlich auch. So, und unsere Temperatur ist jetzt perfekt. Dann können wir wieder weiterlaufen. Und wait, auf die Schulter. Komm her. Hopp, hopp. So, von der Tageszeit her sieht es aus. Wir sind also high nun durch. Und sollten jetzt zusehen, dass wir zurückkommen. Ja, die Richtung. Ich glaube, die Richtung ist gut. Wir müssen wieder runter auf dem Weg. Und ich meine, wie alles brennt. Ach so. Ja. Da kann ich jetzt nichts machen. So, in etwa die Richtung sollte richtig sein. Mal gucken. Was? Oh nein. Nein. Schnell ablegen hier. Ja, 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 ja. So. Und ist die geladen? Sie scheint geladen zu sein. So. Wo? Wo, wo, wo? Wo bist du? Ich stelle mich mal mit dem Rücken hier irgendwo hin. Wo seid ihr? Ah, da. Na, das war doch schon mal gut. So. Gucken. Was? Wo? Ach, da. Ach. Nachladen, Mensch. Ja, hau ab. Vergessen mal nachzuladen. Ja, das war nix. Hat er jetzt so unseren Raid anknabbert? Vermutlich ja schon, ne? Au! Boah, wo war er? Da. Verschwinde! Oh, 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 oh. Das sollte es gewesen sein. Juhu. Uff. Okay. Gut.
Mal schnell gucken. Oh ja. Irgendwas hat er abgekriegt. Mal gucken. Oh, ja. Dann Leiden behandeln. Na klar. Der hat unsere Welt tatsächlich angeknabbert. Nein. Na ja, gut, hat er ja bei uns auch gemacht im Prinzip. Gut. So. Achso, ja, nee, da gucken wir doch erstmal, wie es aussieht bei uns. Halt zurück. Nein, auch nicht. Nö. Alles super. Wir sind satt. Okay. Wait, komm mit. Hopp. Ich hoffe, die Wölfe bleiben jetzt auch weg. Keine Lust, mich ewig mit den Wölfen rumzuschlagen. Um zu duellieren. Die kommen immer zu zweit, das ist unfair. Also wirklich. So, da bin ich wieder. Und wir haben es gleich geschafft. Das ist sehr schön. Der gute Wait. Also für das Stückchen hier habe ich relativ lang gebraucht. Ich habe das jetzt einfach mal rausgeschnitten. Nach dem Wölfen ist nichts Spannendes mehr passiert. Außer, dass er natürlich verletzt ist und ein bisschen gejammert hat. Aber naja, gut, das ist ja verständlich. Gut, dann legen wir dich jetzt auch noch ab. Irgendwo. Zack. Da haben wir ihn. Gut. Wir sollten uns vielleicht ein bisschen aufwärmen hier. Währenddessen gucke ich auf der Karte. Wir wärmen uns sehr schnell auf. Das ist gut. So. Pläne schmieden. So schnell wie möglich dorthin. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir doch direkt hier rüber. Ich meine, den Weg, den hatten wir ja schon mal gemacht letztendlich mit der Gwen. Da sind wir auch da lang. Oder? Doch, das war doch der Weg, ne? Nein, nee, nicht ganz. Nein, 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 nein. Egal. So. Ja, da habe ich jetzt in der Zeit mich mal kurz aufgewärmt. Gegessen, getrunken, geschlafen. Wir haben also wieder Tag. Wie ihr seht, wir haben wieder Tag. Ich wollte nicht in die Nacht kommen, also haben wir das mal schnell alles gemacht. Mal gucken, ob es wieder ein Telefon gibt. Nö. Halt, haben wir hier noch was? Ich glaube nicht, oder? Oh, doch. Eine zweite brauchen wir nicht. Die habe ich ja ganz übersehen am Anfang. Auf geht's. Rein damit. Alles mitnehmen. Ja, und Gewicht reduziert habe ich auch noch schnell. Jo, wir haben jetzt noch knapp 19 Kilo. Das ist sehr schön. Ja, Leuchtmunition haben wir ja. Die Leuchtpistole, die haben wir ja. Und dann wollen wir jetzt mal die letzte Überlebende holen oder den letzten Überlebenden. Da schauen wir mal. Was ja letztendlich dann schon mit Gwen die vierte Person ist. Und jetzt sind wir auch noch im Sturm. Wie ungemütlich, wie ungemütlich. Dann, ja, wir machen den direkten Weg, würde ich sagen. Den schnellsten Weg. Jetzt muss ich nur noch wissen, wie wir gerade stehen. Also brauche ich den Pfeil. Okay, nicht ganz richtig. Ja. Da lang. Lauf, lauf, lauf. So, Kontrolle. Immer noch nicht ganz richtig. Dann eben da lang. So. Kann ich da lang? Jo, das sieht gar nicht schlecht aus. So machen wir das. Ja, hier ist jetzt nicht viel zu sehen. Das ist natürlich schade. Aber okay. Schneesturm, auch was Schönes. Ich hoffe, wir kriegen einen tollen Winter. Der noch ein bisschen hin ist, aber... Oh. Ein bisschen weiter rechts muss ich. Versuchen wir es mal in die Richtung. So, weiter, weiter, weiter. Lauf. Oh.
Zum Glück haben wir wieder ein Leuchtmunition dabei. Beim Duellieren mit den Wölfen habe ich ja doch ganz schön viele verbraucht. Und ich habe die Vermutung... Moment, jetzt müssen wir aber da sein. Ja. Ich habe die Vermutung, dass wir vielleicht nochmal hier auf Wölfe stoßen. Dann lad doch gleich nach. So. Und dementsprechend, dass wir noch ein bisschen mehr Munition haben, ist eine super Sache. Und? Ich höre nichts. Ah, da. Hui. Ja gut, als Sturm was zu hören, ist natürlich ein gewagtes Vorhaben irgendwo. Mal schauen. Da hinten. Leuchtmunition haben wir schon mal. Jetzt brauchen wir nur noch das Lagerfeuer. Komm schon. Der Kühlungsrisiko, super. Komm, das... Ja, 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 halt durch, halt durch. Halte unbedingt durch. Ah, das muss doch hier irgendwo sein. Wenn wir das Lagerfeuer haben, dann ist doch alles schön. Na, ja, komm. Oha. Kurz davor und ich finde es nicht, oder wie? Komm, nochmal. Mal gucken, ob das klappt. Kam doch von da, oder? Oh, da. Da kam es her. Moment. Da ist die andere Munition. Okay. Ja. Wo ist er? Sie, wie auch immer. Da. Ja, geschafft. Ui. Ja, wir wärmen uns auf. Das ist schon mal schön. Schnell die Munition aufgeben. Na komm. So. Nein, wir frieren wieder. So. Sollten wir ihn erstmal versorgen, oder sie? Ah. Und wir haben kein Wasser. Gut, kriegen wir gelöst. Wasser... 2 Liter, ja. Garen. So, dann ist es jetzt auch Trinkwasser. Das nehmen wir natürlich, den Topf nehmen wir natürlich auch wieder mit. Wir sehen, das ist hilfreich. Und der Sturm hat irgendwie aufgehört. Das ist gut. So, Leiden behandeln. Feeling better now? Gut, nehmen wir das mit. Nö. Das muss sein. Aufgeschultert. Natürlich nehme ich wieder den kürzesten Weg, wie gehabt. Wenn das so einfach möglich ist. Wir sind noch gar nicht wirklich aufgewärmt. Obwohl, das schaffen wir auch so. Wir müssen nur in die andere Richtung gehen. Und schon klappt es. Ja, das. So. Okay, dann sehen wir uns gleich in der Stadthalle wieder. Oh nein. Schon wieder. Ich hab's doch geahnt. Ich hab's vorhin noch gesagt. Ich glaub's doch nicht. Los. So, mit dem Rücken zum Fels. Dann können sie mich von hinten nicht erwischen. So. Nein, 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 nein. Jung, lass das. Oh. Das Nachladen dauert halt. Hä?
So schießt du gerade nicht? Ich kann nicht schießen. Warum kann ich nicht schießen? Jetzt. Ui. Und nachladen. Das war ja wieder so klar. Komm, komm raus. Los. Zeig dich. Aha. Oh, okay. Aha. Ja. War nicht meine Absicht, aber der brennt. Und somit haben wir es komplett geschafft. Uff. So, nochmal schnell nachgucken. So. This might be serious. Jo. Schnell das Leiden behandeln und dann geht's gleich mal wieder weiter. So, dann sehen wir uns mit der Ava gleich in der Stadthalle wieder. Ich denke mal, jetzt kommt nichts mehr. Also bis gleich. Nicht hingucken. So, da geht's weiter. So ziemlich exakt denselben Weg zurückgenommen. Und dementsprechend sind wir wieder in der Stadthalle. Bis auf die Wölfe ist eigentlich nichts passiert. So. Ui, gerade noch geschafft. Oh, da ist ein Liegeplatz. Okay. Ja. Hm. Da. Jo, liegt ja trotzdem richtig, alles in Ordnung. Und jo, Ziel ist abgeschlossen. Sehr schön. Dann werden wir mal wieder zum Pater gehen. Gut. Ja gut, Schneesturm. You're making good progress. Your efforts are making a difference. But there's still work to be done. Wie, es gibt noch viel zu tun. Gibt's noch mehr? Nahender Sturm. Wir sind immer noch bei Nahender Sturm. Wir haben doch alle drei hierher gebracht. Was ist jetzt los? Soll ich mich noch um irgendwas anderes hier kümmern? Die drei... Die ansprechen? Nee. Den auch nicht. Hm. Auch nicht. Gut, mal gucken, wie es... Ach, ja, gut, okay. Okay, okay, okay. Das können wir ja noch schnell machen. Aber so viele Vorräte habe ich jetzt gar nicht. Das wird nichts werden. Ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Und in diesem Sinne, nehmt noch ein Abo mit, wenn es euch gefallen hat. Ich hoffe, es war nicht zu lang. Schreibt mir in den Kommentaren, wenn es zu lang war. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Dann sage ich erstmal ciao.